haben eine klare Forderung aufgestellt für die Tarifrunde Energie Südwest. Wir brauchen eine Lohnsteigerung. Wir haben 6% gefordert bei einer Laufzeit von 11 Monaten. Das ist wichtig, damit die Kolleginnen und Kollegen halt hier auch für ihre gute Arbeit gewertschätzt werden und dass der Arbeitgeber Fachkräfte gewinnen kann. Und ganz wichtig, wir wollen auch für junge Menschen im Tarifgebiet eine Perspektive haben. Deswegen haben wir die unfristige Übernahme aller Auszubildenden gefordert. Also der Arbeitgeber ist jetzt gefordert, dass er nachlegt, dass er ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch legt. Und wir erwarten, dass er bei der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Februar etwas Entsprechendes vorlegt, woran wir dann anknüpfen können. Darauf werden wir gemeinsam aufbauen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Vielen Dank.